Grüß euch Leute und Tauto wieder hier und willkommen bei Kamigama Neon Dynasty Release Tag. Ich hoffe natürlich, dass ich es geschafft habe, mein Zukunftsschneide ich, dass es hier am Release Tag dieses Video veröffentlicht und auch geschnitten hat. Nichtsdestotrotz, wir starten mit einem Kamigama Neon Dynasty Bundle. Und wie ihr seht, das hat schon eine neue Verpackung. Also die Rückseite ist immer noch die gleiche. Aber ich habe ja in Kartonverpackung. Also ihr seht ja hier die Laschen. Und das ist Wizards neue Strategie, ja, umweltfreundlicher zu sein. Und das gefällt mir bis jetzt. Also ihr habt hier links und rechts zwei Laschen, was ihr aufmachen könnt. Ich glaube, wir brauchen eh nur eine öffnen. Oder warte, vielleicht machen wir mal beide auf. Es könnte ja sein, dass das dann zum Poster wird und ihr das Ganze dann ja auf beiden Seiten öffnen müsst. Wer weiß. Ah, nö. Nevermind. Ist was so dabei. Wir haben eine The Wanderer Karte. Oder halt so ein Plastikding. Und hier noch ein Kamigama Neon Dynasty. Da muss ich sagen, da waren die Hochzeitseinladungen aus Crimson Vow wertiger gemacht. Muss ich ehrlich sagen. Muss ich ganz ehrlich sagen. So, die Bundlebox. Wurde die jetzt vergrößert oder haben die jetzt den... Also, entweder ist die jetzt größer, aber das Design an sich ist immer sick. Also ganz ehrlich, Leute, ich stehe auf Cyberpunk. Und das japanische Cyberpunk ist immer richtig, richtig nice. Ah, okay, verstehe. Deswegen ist die so hoch. Die haben den Placeholder ersetzt. Da ist ein Marken drin. Da haben wir was zum Schauen, Leute. Was ist das? Also hier, ganz kurz, hier sind nochmal ganz normal die. Was ist denn? Das sind Marken. Okay. Lol. Hier. Also das könnt ihr ausbrechen. Das finde ich jetzt mal eine coole Erweiterung eigentlich. Für statt den üblichen Platzhalter. Hier ist euch der Kamigama Marken in zwei Farben. Und was für die zwei. Soll das vielleicht so für Draft sein? Keine Ahnung, irgendwie so. Ich weiß es nicht. Sagt ihr so bitte, was das sein soll. So, wir machen weiter mit dem Würfel. Sehr, sehr fancyes Design. So, wo haben wir denn den Stempel? Hier den Set-Stempel. Sehr nice. Wieder ein Spin-Down-Würfel. Und natürlich 8 Stück Set-Displays. Set-Booster. Displays, genau. 2, 4, 6, 8, ja. Und was haben wir als Promo dabei? Wir haben Invoke the Spear haben wir drinnen. Als Promo. Ich mache das jetzt nicht auf, obwohl wir können uns die Länder anschauen, die was standardmäßig was sein. Invoke the Spear ist eine Sorcery für ein generisches und 4 schwarz. Und sagt, target opponent, sacrifice a creature. If they can't, they lose 2 life and draw a card. Then repeat this process for enchantment and planeswalker. Ja, jeder Tegrid-Spieler freut sich über diese Promo, hätte ich mal gesagt. Wie gesagt, Invoke the Spears, die Promo. Und hier haben wir die Feuilländer. Jeweils 2 Designs. Hier, der Swamp sieht ja mal richtig nice aus. Und die Mountains sehen auch sehr cool aus. Hier die Forest. Oh, sogar mit Bonsai. Also ich muss ehrlich sagen, es ist hier wirklich wunderschön, wie sie das Cyberpunk mit den traditionellen japanischen Architektur verbunden haben. Also da wirklich großen Respekt an die Designer von Kamigawa. Also das muss man mal schaffen, dass du wirklich Modernes mit Cyberpunk gut verbindest. Das muss man wirklich mal schaffen. So, die wird auch gleich mal eingetütet. Zack, zack. Die lasse ich mal diesmal hier liegen für euch. So, wir starten. Entschuldigung, wir mischen natürlich. Ich bin gerade frisch von meinen Händler des Vertrauens, den guten Melnibon MPG aka Jan. Schaut euch gerne bei seinem Twitch- und YouTube-Kanal vorbei. Der macht regelmäßiger Magic-Content als ich. So, wir starten mit dem ersten Set-Booster. Ich hoffe, ihr kriegt die zwei List-Karten, was so
standardmäßig drin sind. Hier ist zum Beispiel keine. Wenn ich schon mal spoilert, hier Artwork-Karte der neuen Planeswalkerin. Und zwar der neuen Tamiyo. Die ist jetzt eine Phyrexian. Also interessant, was da passiert ist. Und hier haben wir auch die neuen Special-Länder. Ich weiß jetzt leider nicht genau, wie die heißen, aber sehen halt sehr, sehr cool aus. Also, die sehen ja schon mal sehr cool aus. Hier haben wir auch die erste Showcase-Karte, ein Increase Infiltrator, ein Human Ninja mit Flying und für 4 Mana kriegt er +2/+2 until end of turn. Dann haben wir ein Return to Action, ein Undercity Scrounger, Scrapyard Steelbreaker, Orochi Merch Keeper, die erste Ankommen. Ist ein Mana Dog, interessant. Snake Druid mit einem Mana Dog. Und as long as Orochi Merch Keeper is modified, it has add 2. Also modified, hast Equipment drauf, Aura drauf oder +1 oder jegliche Counter. Also es zählen sowohl Minus- als auch Plus-Counter. Ganz wichtig für modified. Boon of Body. Was ist Yui? Leute, es kann nur schlechter werden. Ein Walking Skyscraper. Auch sehr interessant. Unsere erste Saga. Life of Toshiro Umezawa. In den ersten 2 Zügen sagt das Choose one target creature gets +1/+1 at the end of turn. Target creature gets und target creature gets -1/-1 at the end of turn. Und you gain 2 life. Also macht ziemlich viel. Ihr könnt ziemlich viel aus 3 Optionen auswählen. Sorry. Dann in Turn 3 excite sie und sie kommt als neue als Creature. Und zwar Memory of Toshiro. Der sagt für Tappen, pay one life. At black, spend this mana only to cast an instant or sorcery spell. Also ihr habt entweder einen 2-3er Buddy oder einen Mana Dog für instant and sorceries. Interessanterweise habe ich nochmal ein Land drinnen. Ich weiß nicht, ob das jetzt normal ist. Ich habe mir also ganz ehrlich, aktuell brauchst du wirklich eine Doktorarbeit, wenn du rausfinden willst, was überall in den ganzen Packs drinnen ist. Ich weiß nicht, ob das normal ist, dass hier ein Land sein soll. Und wir haben eine erste Mythic. Wir starten direkt mit Mythic. Nice. Und wieder eine Saga. Hidet Sugu consumes all. Sagt in Turn 1, sagt Destroy each non-land permanent with mana value 1 or less. Dann auf Turn 2 sagt es Exile all Graveyards. Und Turn 3 flippt es dann zu Vessel of the All Consuming. Ist ein Ogre Shaman Creature, Enchantment Creature, eine 3-3er, mit Trample. Und whenever Vessel of the All Consuming deals damage, should put a 1-1 count on it. Und whenever a Vessel of the All Consuming deals damage to a player, if it is that 10 or more damage to a player this turn, they lose the game. Also ein sehr, sehr cool eigentlich, ganz witzige Mechanik. Und wir haben ein Fade into Antiquity in Foil, sagt Exile Target Artifact or Enchantment für 3 Mana. Da ist aber, glaube ich, ein Return to Nature, glaube ich, besser. Und natürlich wieder so ein Fake Token. Wir haben... den Corgi. Das ist eine der neuen Commander-Karten, als Artwork-Karte, also Special-Commander-Karte. Und zwar Yoshimaru Ever Faithful. Das ist der kleine Corgi, ist nämlich eine Commander-Karte. Dann haben wir das zweite Artwork zum Inseln. Hier haben wir das erste. Wir starten wieder mit. Anscheinend scheint wirklich das erste eine Common Showcase immer zu sein. Und zwar hier haben wir Dokushi Shadow Walker. Dann Imperial Subdue. Oh, noch eine. Yukai Trainee. Memnoic Sphere. Sacrifice Memnoic Sphere, Draw 2 Cards. Und Channel Discard Memnoic Sphere. Channel ist auch eine coole Fähigkeit. Da gibt es auch die Länderzyklus damit. Und da ist das Grüne extrem stark gerade. Channel ist übrigens auch ein nicht counterbarer Spell, weil es eine Ability ist. Discard Memnoic Sphere, Draw a Card. Das macht es nämlich noch zusätzlich interessant. Armguard Familiar. Oh, die Crab. Mirror Shell Crab hat General für 3, dass ihr das ein Counter-Spell ist und dass der Gegner 3 zahlt oder es wird gecountert. Dann haben wir Ogwand Awareness.
Enchantment. Artifact or creature, when enters the battlefield, put the X on one counters on enchant permanent. As long as enchant permanent is a creature, it has pace for toughness 1/1. Also ein X-Spell. A Story Weave. An instant für 3 Mana, choose one. Put 2/1/1 counters on target creature you control, put 2 lore counters on target saga you control. The next time one or more enchantment creatures enter the battlefield under your control, this turn each enters with 2 additional +1/+1 counter. Ah, das ist interessant. Also, dass man mit die Lore-Counter, dass man gleich direkt skippen kann, seine Lore. Dann haben wir hier noch die Modern Age, eine Common Saga. Draw a card, then discard a card. Exile auf Turn 1 und 2 und dann sagt es Exile the Saga, then return it to the battlefield which is found under your control. Es hat irgendwie so Satron-Vibes, wenn sie mich fragt. Und es wird zu. Oh, wir haben erst einmal Lion Sash als Rare Vector Glitter mit Flying. Lion Slash ist auch sehr cool. Sash ist so, kann man sagen, der weiße Scavenging Ooze, weil ihr könnt für ein weißes dann eine Karte exilieren aus dem Graveyard und wenn es eine Permanent ist, kriegt er +1/+1 auf ihm und er kann reconfigurate, dass ihr ihn auf die Creature packen könnt. Das heißt, die Equip Creature gibt es +1/+1 für jeden 1/1 Counter. Und das Interessante an Reconfigurated Creatures ist, weil das Set ist voll damit, wenn diese Karte hier, wenn der Lion Sash jetzt zum Beispiel auf einer Creature equipped ist und die spielt einen Board Wipes, überlebt er. Also bis zum Ende des Turns ist er dann ein Artefakt und in euren Upkeep wird er dann wieder zu einer Creature. Also sehr schwer zu removen, das Teil. Und wir haben hier The Fall of Lord Konda in Foil. Auf Turn 1 sagt sie, Exile Target Creature Card, an opponent controls with mana value 4 or greater. Dann auf Turn 2, each player gains control of all permanents they own. Und Turn 3, Exile the Saga, then return it to the battlefield returns under your control. Und es ist ein Fragment of Konda, ein Defender. When Fragment of Konda dies, draw a card, ein 1/3er Defender. Okay. Und wir haben unsere erste List-Karte und zwar ein Cloister Gargoyle in Showcase. Ja, wenn er ins Play kommt, Avenger in the Dungeon und wenn sie durchsetzt, kriegt er +3/+0 und dort fliegen. Ja, die Qualität der List-Karten nimmt definitiv ab. Was haben wir hier? Ein Moonfolk Puzzle Maker. Interessant. Auch interessant, dass ich hier einen Basic Forest habe. Also anscheinend sind die neuen Karten, entweder ist es jetzt Misprint oder die neuen Länder sind nicht immer inkludiert. Cover Technician ist eine Nuzio-Karte. Whenever Cover Technician deals combat damage to a player, you may put an artifact card with mana value less than or equal to the damage from your hand on the battlefield. Oh, interessant. Ninjutsu ist auch wieder so eine wiederkehrende Fähigkeit. Ihr könnt, wenn eine Creature nicht geblockt wird, für ein generisches und ein blaues, die Karte mit der Cover Technician austauschen und sie attackt dann für stattdessen. Und es ist eine Uncommon, also die erste Uncommon Showcase, die wir hatten. Automated Artificer. Add a colorless spend this one only to activate an ability or cast an artifact spell. Dann haben wir hier Iron Hoof Boar. Trap Raised mit Channel. Für Target Creature +3/+0 against Trample at end of turn. Interessant. Dann haben wir hier den Thundersteel Colossus. Ein Vehicle. Sind auch sehr viele in dem dabei. Für 7 Mana und 7/7er Trample Haste mit Crew 2. Oha. Also Crew 2 ist stark. Light the Way. Ein Common Instant. Für ein weißes sagt Choose one. Put a 1/1 counter on Target Creature or Vehicle. Untap it. Oder return target permanent control to its owner's hand. Interessant, dass ihr ein Bounce Spell in Weiß habt. Dann haben wir die Exquisition Octopus. Wenn er Exquisition Octopus or equipped creature deals combat damage to a player, draw a card. Ah, ist eine reconfigurate creature wieder. Dann haben wir hier den Leech Gauntlet. Ein Gauntlet, okay. Eine Artifact Creature wieder with Lifelink und Equip Creature ist das Lifelink für 4 Mana Reconfigurate. Dann haben wir hier eine Saga, The Long Reach of Night. In Turn 1 und 2 sagt each opponent sacrifice a creature unless they discard a card.
Und auf Turn 3 sagt sie extra Desire zum Transformen. Wird zur 04er, wenn wir sagen. Ich glaube, dahinter dürfte schon der Rare-Slot sein. Ja, auch noch eine Saga. Schauen wir uns gleich an. Aber hier haben wir den Animus of a Night Reach. Animus, ich habe jetzt ein bisschen Assassin's Creed Flashbacks. Minions 04er, whenever Animus of Night Reach attacks, it gets plus X plus 0 until end of turn, where X is the number of creature cards in Defending Player Graveyard. Böse. Kann böse enden. Falscher Stapel. Dann haben wir hier Tribute to Horobi auf Turn 1, und zwar sagt each of them creates 1-1 black red rogue creature. Auf Turn 3 sagt es exile this saga, then return it to the battlefield return under its control. Double rare, nice. Und wir haben hier Echo of Death's Wheel, Flying Haste. When Echo of Death's Wheel enters the battlefield, you gain control of all red tokens. Whenever Echo of Death's Wheel attacks, you may sacrifice another creature. If you do, draw a card. Das ist übrigens die Showcase-Variante anscheinend. Gehen wir davon aus. Weil ich habe die anders in Erinnerung aus Arena. Also das ist eine andere, also allein hier die Rückseite sagt man, dass das eine Showcase-Variante ist. Weil ich spiele die selbst in der Arena und da schaut die anders aus. Und wir haben hier Takenuma Abandoned Mire. Das ist eines der neuen Länderzirkels, was ich schon sagte, mit der General Ability. Also ihr könnt es als Swamp spielen, was untappt ins Spiel kommt, was sehr wichtig ist. Oder General für 3 und ein schwarzes Discard Takemura Unbounded Mire, Mill 3 cards, then return a creature or a Planeswalker card from your graveyard to your hand. This ability costs 1 less to activate for each legendary creature you control. Sehr starke Länderzirkel, muss ich sagen. Dann haben wir hier noch eine Rabbit Battery. Man hat Haste und Equip Creature gets plus 1 und das Haste und für ein rotes Reconfigurate. Auch interessant. Und wir haben einen Samurai Token. Endlich mal einen Token. Weiter geht's. Oh. Sorry. Außerhalb des Bilds. Wir haben hier Spirit Sister Call. Wir haben hier wieder einen normalen Forest. Interessant. What does the fox say? Blade Blizzard Kitsune, ein Fox Ninja. So, für einen Jutsu und hat Double Strike. Mit 2-2er. Dann haben wir Skyblazed Samurai. Also hier kommen wir ein bisschen in die Anime-Sektionen, so bei der Showcase. This spell costs 1 less to cast for each enchantment you control mit Flying. Für 6 Mana, für 7 Mana an 4-4er mit Flying ist so schon sehr, sehr hart. Towashi Song Shaper. Whenever another artifact enters the battlefield under your control, Towashi Song Shaper gets +1/+0 until end of turn. Sehr solider 2-2er für 2 Mana. Chainflail Centipede. Artifact Creature oder Equip Creature, also kriegt beides +2/+0 an den End of Turn. Je nachdem. Dann haben wir Reckoner Shakedown mit Sorcery. So, Target Opponent Release their Hand. You may choose a non-land card from it. If you do, that player discards that card. If you don't, put 2-1-1 counters on a creature or vehicle you control. Ah, interessant. Optionen auf einen Discard Spell. Reckoner's Bargain. As an additional cost to cast the spell, sacrifice an artifact or creature, you gain life equal to the sacrifice permanence mana value and draw 2 cards. Mal die andere Richtung, also dass ihr nicht mal Leben zahlen müsst, sondern Leben kriegt. Dann haben wir hier den Blossom Prancer, einen Spirit mit Reach, für 5 Mana mit 4-4. Beim Blossom Prancer enters the battlefield, look at the top 5 cards of your library. You may reveal a creature or enchantment card from among them and put it into your hand. Put the rest on the bottom of your library in a random order. If you didn't put the card into your hand this way, you gain 4 life. Also selbst in den Swift Tops kriegt sie immerhin Leben hier. Dann haben wir hier Roaring Earth. Schaut mal hier sind überall so diese Schutztalismane. Das ist ein Enchantment, whenever a land enters the battlefield under your control, put a 1-1 counter on target creature or vehicle you control. Und für Channel, sogar für X und grün, discard Roaring Earth, put X 1-1 counters on target land you control. It becomes a null green spirit creature with haste, it's still a land. Interessanter Landform Enchantment, muss ich sagen. Dann haben wir hier The Fall of Lord Conda, das hatten wir glaube ich schon.
Ja, das hatten wir schon. Dann können wir gleich direkt zu Rare gehen. Oh, der Reality Chip. Die wohl witzigste Creature in Magic History, würde ich jetzt mal sagen. Ist eine Artifact Creature, ein Jellyfish, also eine Qualle. You may look at the top card of your library anytime, and as long Reality Chip is attached to a creature, you may play lands and cast spells from the top of your library. Entschuldigung. Ist ein 0-4er für 2 Mana mit Recur und Front Threat, 2 generische und ein blaues. Und wir haben Invoke Calamity. Nice. Ist ein Instant für ein generisches und 4 Rot. Sagt, you may cast up to 2 Instant and or Sorcery Spells with a total mana value 6 or less from your graveyard and or hand without paying their mana cost. If these spells would be put into your graveyard, exile them instead in Exile Invoke Calamity. Sehr cooler Spell. Sehr cooler Finisher Spell. Und wir haben eine noch eine Listkarte. Ein Riptide Director. Ein Wizard für 4 Mana und für 4 Mana sagt, draw a card for each Wizard you control. Also in einem Wizard Tribal Tech könnte der sehr stark sein. Heute wird das sehr lange, weil das ist mein erstes Display. Das ist der neue einer der neuen Commander der möglichen, der Ishin to Heavens of S1. Sehr, sehr cooler Commander, der was eure Activate Abilities verdoppelt. Also wenn ihr Attack Trigger oder andere Trigger habt, sei es, also alles an Trigger wird verdoppelt. Sehr, sehr stark mit Gold Spawn Dragon zum Beispiel. Oder sonstige Attack-Trigger, dass du sagst, du machst einen Token, dann machst du zwei. So, wir haben wieder ein Showcase for und dann der schönen Forest. Dann haben wir Fang of Shigeki, ein Snake Ninja mit Death Touch in Showcase. Wir haben den Blood Suit in Showcase. Ne, dürfte normal sein. Ein Artifact-Vehicle mit Vigilance und Crew 1 für 3 Mana und 4-4-3er. Ah, Disruption Protocol. Ein sehr cooler Counterspell für Artefakt-Decks. Weil ihr sagt, in additional cost to pay one oder tap a Artefakt. Und so Counter-Target-Spell. Sehr cool für Artefakt-Decks auf jeden Fall. Short Circuit. Es hat Flash und Enchant Artifact or Creature. As long as an Enchant Permanent is a creature, it gets -3/-0 and loses Flying. Interesting. Leafer Exploit. Target creature gets -2/-2 and then end of turn. It gets an additional -1/-1 and then end of turn for each modified creature you control as you cast the spell. Der letzte Satz ist sehr interessant. As you cast the spell. Also da könnt ihr ruhig damit blocken und euer ganzes Board damit aufgeben und kriegt trotzdem einen Counter. Wir haben einen Virus Beetle. Wenn Virus Beetle enters the battlefield, each opponent discards a card. Oh Gott. Raito Sentinel Defender. Wenn Raito Sentinel enters the battlefield, target player mills 3 cards. Und für 3 Mana sagt er, put target card from a graveyard on the bottom of its owner's library. Das ist auf jeden Fall an die Löwenstatuen, an Tempeln angelehnt. Und weil wir gerade von Tempeln reden, hier haben wir auch ein Tempel Artwork. Bei den Secluded Courtyard, auch ein neues Land. A Secluded Courtyard enters the battlefield, choose a creature type. So, add colorless und add one mana of any color. Spend this mana only to cast creature spell of the chosen type. Or activate an ability of the creature or creature Card of the Chosen Type. Schade, dass das Tapped Out ins Spiel kommt. Dann haben wir hier die Tales of Master Sekiro. Auf Turn 1 und 2 sagt, put a 1-1 Counter on Target Creature Vehicle you control. It gets Vigilance until end of turn. Und auf Turn 3 exerziert es übrigens 5 Mana, kostet die Saga. Und wird zu einer 5-5 Creature. Ich glaube, wir haben wieder eine Rare Saga übrigens auch noch. Dann haben wir hier Sekiro Living Legacy mit Vigilance und Haste. Eine Enchant Creature. Ist aber eine Uncommon. Und hier The Restoration of Aiganjo. Ist eine sehr, sehr coole Saga, muss ich sagen. Auf Turn 1 sucht sie einen Plains raus. Reveals es und putzt sie in die Hand. Auf Turn 2 discards sie eine Karte. Und wenn sie das macht, so Turn Target Permanent with Mana Value 2 or less from your graveyard to the battlefield tapped.
Und das kann auch das Blend sein, was ihr gefetcht habt. Und das kommt dann auch wieder, dann könnt ihr es auch wieder zurückholen. Und ihr könnt so gesehen damit rampen in weiß. Exile des Saga, deine Return zur Battlefield. Und die Rückseite ist auch sehr cool. Der Architect of Restoration ist ein Witchlands 3-4er Fox Monk. Und deshalb, wenn er attackt oder blockt, macht sie einen Colorless Spirit. Ein 1-1er. Sehr, sehr cool. Ich spiele gerade in einer Token Deck in Arena. Mal schauen, wie lange das noch gut fährt. Dann haben wir hier ein Foil Searchlight Companion. Mein Searchlight Companion enters the Battlefield. Create around one color Spirit Creature Token. Und ein Kamigawa für Double Face Card Token. Fake Token, ja. Dann nächstes Pack. Oh, der neue Schrein. Der neue Schrein-Creature. Go Shintai of Life's Origin. Ist ein 5-Color Schrein-Creature. Dann haben wir die Swift Water Cliffs. They can enter the Battlefield Tap. Wenn es wieder the Battlefield, you gain one life. Interessant, dass der ist auch oben drauf sein kann. Ein Hire of the Ancient Fang. Ein Snake Samurai. Hire of the Ancient Fang enters the Battlefield with a 1-1 count on it. For if you control a modified creature. Interessant. Dann haben wir hier a Sky Swimmer Koi. Ein Koi. Mit Flying, whenever an artifact enters the battlefield under your control, you may draw a card. If you do, discard a card. Ecologist Terrarium mit einem Bonsai. When it enters the battlefield, you may search your library for a basic land card, reveal it, put it on in your hand, then shuffle. Und wenn ihr 2 zahlt und das sacrificed, put a 1-1 counter on target creature activated only as a sorcery. Ramp und Counters, interessant. Moonsnare Prototype, sehr cooles Artefakt. Tap an untap Artifact or creature you control at colorless und die Degenerate sind auch sehr cool. Discard Moonshade Prototype, the owner of target non-land permanent puts it on the top or bottom of their library. Ist zwar für 5 Mana sehr teuer. Ist ja eine Common, aber kann sehr stark sein. Network Terminal. Add 1 Mana of any color. Für 1 ein Tap, another untapped Artifact you control, draw a card and discard a card. Interessanter Mana Rock, also solider Mana Rock für 3. Und auf jeden Fall die Ability ist auch eine coole Edition. Tuwashi Guidebot. Wenn Tuwashi Guidebot enters the battlefield, put a 1-1 counter on target creature you control und für 4 kannst du sagen und tappen draw a card. This ability costs 1 less to activate for each modified creature you control. Deswegen gibt er auch plus 1 counter drauf, also kostet automatisch nur mehr 3. Sofern die Creature natürlich an Bord ist. Webspinner Cuff, eine Equipment Spider mit Reach in der Equipped Creature gets plus 1, plus 4 and has Reach. Für Reconfigurate Kosten von 4. Dann haben wir Kumo Face Kakasan. Turn 1 sagt, deals 1 damage to each opponent and each planeswalker they control. Turn 2, when you cast your next creature spell this turn, that creature then enters the battlefield with an additional +1/+1 counter und er wird dann zu einer Creature. Und ich glaube, dahinter dürfte wieder die Rare sein. Nö. Ein Land. Dann ist es wird auf jeden Fall zu Etching of Kumano. Und wenn ihr könnt, sagt mir, ob das so ob ich das falsch sehe, aber das Artwork ist irgendwie auf einer Ming-Vase, oder? Auf jeden Fall ist ein Human Shaman mit Haste und if a creature that damage this turn by a source you control would be die, exiled it instead. Also für mich schaut das aus, als wäre das einfach ein Gemälde auf einer Ming-Statue. Wir haben hier ein Forest. Oh, Hinata, Drone Crowd. Das wird wahrscheinlich Manly Bonds neuer Commander werden, weil er liebt Stacks. Und natürlich nicht nur Stacks macht das, sondern er macht euch das sogar noch billiger. Das Special Opponents cast one more to cast for each target. Das ist nämlich das Miese. Und das Server macht er vergünstigt euch also um 1 für each target bei euch. Also ihr könnt X-Spells, es gibt ja einen neuen blauen X-Spell, der was euch die Creatures ausphasen lasst bis until end of turn. Wenn ihr Hinata draußen habt, dann kostet euch das nur die 2 blau, was er kostet. Und die Targets sind gratis.
Dann haben wir einen Sunblade Samurai in Foil. Vigilance mit Channel 2, Sog Discard, search your library for basic planes and reveal it, put it in your hand and shuffle, you gain 2 life. Also entweder habt ihr für 6 Mana an 4-4er mit Vigilance oder ihr habt vorher schon für 2 Mana ein Land. Und wieder dieser Duo-Token. Vorletztes Pack. Also die 2 Listkarten hätten wir schon mal. Und hier haben wir übrigens einen Samurai-Token. Oh, Jyntaxis. Sehr cooles Artwork auf jeden Fall bei ihm. Jyntaxis Broker's Tyrant. Oh, falsche. Wir haben einen Thornwood Falls hier. Das, der Länderzug ist anscheinend auch reprinted worden in Kamigawa. Das sieht auch sehr cool aus. Dann haben wir einen Aki Ronin. Whenever a Samurai or Warrior and Control attacks alone, you may discard a card. If you do, draw a card. Mhm. Moonsnare Specialist in Human Ninja mit Ninjutsu 3. Moonsnare Specialist enters the battlefield, rent up to one target creature to its owner's hand. Aha. Tamiyo's Completion, ist eine Aura mit Flash, enchant artifact creature on Planeswalker. Oh, auf Planeswalker sogar. Enters the battlefield, tap enchant permanent, if it's an equipment, untouch it. Enchant permanent lose all abilities, doesn't untap during its controller's untap step. Böse. Damit könnt ihr auch einen Planeswalker ausschalten. Kostet zwar 4 Mana, aber trotzdem. Tamiyo's Safekeeping. Für ein grünes Target Permanent, you control against Hexproof und then end indestructible end of turn, you gain 2 life. Oh, für ein Mana, why not? Wanderer's Intervention, die ist sehr cool, der Planeswalker. Deals 4 damage to target attacking or blocking creature für 2 Mana. Solider Common Spell. Historian Witsum, Enchant Artifact or Creature, ist eine Aura. Enters the battlefield if enchant permanent is a creature with the greatest power among creatures on the battlefield, draw a card. And as long as an enchant permanent is a creature, it gets plus 2 plus 0 plus 1. Unforgiving 1 is a spirit with mana. So when Unforgiving attacks, return target creature card with mana value X or less from your graveyard to the battlefield, where X is the number of modified creatures. Dann haben wir wieder eine Saga, The Tales of Master Sihiro. Das ist, glaube ich, das ist der 5-5er mit Vigilance und Reach, glaube ich, war das. Haste. Vigilance und Haste, sorry. Normalerweise haben die nämlich das Miese an die Saga Creatures ist, wenn die flippen, dann haben die nämlich Summoner Sickness. Das ist leider schade drum. Dann haben wir hier noch eine Saga, die Era of Enlightenment. So, Turn 1. Scry 2, Turn 2, you gain 2 life. Turn 3, exile this saga, then return it to the battlefield. Ja, es wird ein 2-2er. Und wir werden jetzt wahrscheinlich die Rare sehen. Und zwar, the Wandering Emperor. Übrigens, die Saga wird so Hand of Enlightenment. Das ist ein First Strike Human Monk. Oh, the Wandering One, Emperor. Ey, wir hatten ja schon 2-3 Instants mit der Wandering drinnen. Mit ihr. Sie ist eine sehr, sehr coole Planeswalkerin. Sie hat nämlich Flash und wenn sie das Battlefield betritt, kann sie sofort anytime, you could cast an instant, könnt ihr aktivieren. Auch sehr, sehr cool. Also ihr könnt sie in gegnerischen Zügen könnt sie auch aktivieren. Plus 1, put it one counter on up to one target creature, it gains first strike and then end of turn. Minus 2, create a 2-2 white Samurai Creature Token with Vigilance. Und jetzt das Wichtigste, minus 2, exile target tapped creature, you gain 2 life. Also ihr könnt es im Attack Step, bevor ihr Blocker deklariert, jetzt könnt ihr sie rausflashen, die minus 2 machen und einer der Attacking Creatures, sofern sie keinen Attacksproof oder Schwarz hat, könnt ihr sie damit exilen. Sehr, sehr cool. Increase Infiltrator, ein Human Ninja. Hat Flying und für 4 Mana hatten wir, glaube ich, schon ganz am Anfang in der Showcase-Variante und ein Samurai-Token wieder. Das ist ein sehr, sehr cooler Planeswalker, finde ich. Also das ist meine persönliche Meinung. Und beim Release-Trailer haben wir ja auch gesehen, dass sie eine Story hat mit dem Demian-Ninja Planeswalker. Oh, wir haben hier eine Goldstempel-Karte.
Dürfte Spirit Sister Call ist das, okay. Oh, der erste Mountain. Sehr cool. Schneelandschaft. Das könnte aus Frostpunk sein, das Artwork. In der chinesischen Frostpunk-Stadt, muss ich sagen. Dann haben wir hier den Seven-Tail Mentor, ein Fox-Samurai. Ja. Dann Spell Pierce. Counter-Target Non-Creature Spell an das 8 Controller Space 2. Oh, seit wann haben wir wieder Spell Pierce? Nicer Reprint. Explosive Entry. Destroy up to one target artifact. Put a 1-1 counter on the target creature. Planar Intuition. Das ist auf jeden Fall Chin der Texas. Schaut das mir erst. Exile target artifact or creature. Then return it under the battlefield under your control with a 1-1 counter on it. Ein Flicker Spell. Ein Flicker Spell für 2. Interessant. Enormous Energy Blade. Equipped creature gets plus 4 plus 0. Whenever an enormous energy blade becomes attached to a creature, tap that creature. Mhm. Bronze Kutgels. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Für 2 Mana until end of turn, equipped creature gets plus x plus 0, where x is the number of times that ability is resolved this turn. Aha, okay. Dann haben wir noch eine Saga. Azura's Many Journeys. Turn 1, you may play a land, play an additional land at this turn. Turn 2, you gain 3 life. Und Turn 3, flippt es wieder. Es kann sein, dass wir wieder die Rhea dahinter haben. Ja, haben wir. Schauen wir uns dann gleich an. Likeness of the Seeker. Whenever Likeness of the Seeker becomes blocked, untap to up to 3 lands you control. Okay. Dann haben wir Myojin of Blooming Dawn. Wenn dieser Spirit enters the battlefield, under the battlefield with an instructor counter on it, if you cast. Ah, das sind neue Zyklus der Myojin. Ah, das ist übrigens eine Commander-Karte. Sehe gerade. Remove an instructor counter from Myojin of Blooming Dawn and create a 1-1 colorless creature token for each permanent you control. Und wir haben, das heißt, wir haben jetzt eine Double Rare. LOL! Wir haben einen zweiten Myojin. Myojin of Grim Betrayal. Wenn der an enters the battlefield, combined and indestructible, remove an indestructible counter von Myojin, put on the battlefield under your control all creature cards in all graveyard. Oh! Put there from anywhere this turn. Also this turn, okay. Okay, ihr spült ihn aus. Am besten noch ein Board. Wie macht sie das am besten? Ihr braucht Infinite Mana. Oder sehr viel Mana. Dass ihr ihn ausspülen könnt, ein Board weit ausspülen könnt. Und dann nimmt sie den Instructable Counter runter. Und kriegt dann alle Creatures. Oh Gott. Eine Triple. Nämlich das ist jetzt mal das letzte Pack. Oder Triple Rare. Dann haben wir hier den March of Burgeoning Life. Das ist der grüne March. Ist ein Instant Sock. As additional cost to cast this spell, you may exile any number of green cards from your hand. This spell costs 2 less to cast for each card exiled this way. Choose target creature with mana value less than X. Search your library for a creature card with the same name as the creature. Put it on the battlefield tapped and shuffle. Leider nichts für Commander, weil sie sagt with the same name. Aber trotzdem interessanter Spell. Und wir haben noch einen Seven-Tail Mentor in Foil. Oh, und ein Fateless Looting als Listkarte. 3 Listkarten, 0, nice. Draw 2 Cards und dann Discard 2 Cards und Flashback für 3. Auf jeden Fall das bessere Artwork von Fateless Looting und nicht dieses hässliche aus Strixhaven. Also, das war jetzt mein Opening meines Bundles von Kamigama Neo Dynasty. Ich hoffe, ihr habt auch alle Spaß mit diesem Set. Ich habe mir auch das Vehicle Deck geholt, das wir ein bisschen umbauen, dass ich einfach mal als Main Goal habe ich mir gesetzt, ich mache so viel Token, Non-Creature Token wie möglich und spiele dann den neuen 4-4er, was alle Artefakte zu 4-4er Flyer macht und töte einfach damit meine Gegner. Also, sehr schöne Pulls. Wir haben 2 Mythic, oder? Ja, 2 Mythic, 2 Commander-Karten und eines der neuen Länder. Sehr, sehr coole Ausbeute. Wie gesagt, danke fürs Zuschauen
Und wenn ihr Bock habt, ihr könnt gerne den VOD des, von diesem Set-Display hier gerne anschauen, dass ich heute, also am Donnerstag geöffnet habe. Also ich nehme das hier gerade am Donnerstag auf, also vor Release-Tag, dann meinem Händler sei Dank. Und ja, würde mich freuen, wenn ihr sonst auch hier ein Follow da lasst oder auch auf Twitch, und vielleicht sehen wir uns auch mal live auf Twitch. Von daher bleibt nichts anderes deswegen als vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Ciao.